In Schafott steckt das Wort Schaf drin. Vielleicht sind die beiden Männer aus Berlin so auf ihre Aktion gekommen. Sie machen, Zitat, ein Experiment, um den aktuellen Stand der Demokratie darzustellen. Okay, aber muss man dafür ein Schaf köpfen? Muss sicher nicht, aber kann vielleicht. Wie weit darf Kunst gehen und wie weit die Macht des Internets? All das steckt drin in dem sicher grenzwertigen Projekt. Unser Autor Markus Groß zeigt es Ihnen mal. Iman Rezai und Ruven Materne, zwei Berliner Künstler und ihr umstrittenes Experiment, die Guillotine. Die Tötung eines Schafes mittels eines selbstgebauten Hinrichtungsgeräts. Kunstprovokation, die Studenten wollen den Krieg anprangern, das tägliche Töten. Auf ihrer Website lassen Rezai und Materne per Mausklick darüber abstimmen, ob ihr Schaf aufs Schafott muss oder nicht. Macht es zum einen ein bisschen surrealer vielleicht, diese Internetwelt oder die Macht, die man damit hat, aber zum anderen auch wieder realistischer, weil man einfach sieht, was für eine Macht man auch damit haben kann und was für eine Macht auch existiert. Macht, die Reaktionen im Netz, viel Empörung. Du widerlicher Bastard, Mord ist keine Kunst. Leg doch deinen eigenen Kopf unter dieses grässliche Gebilde, noch die harmlosesten Reaktionen. Aber ihre Provokation findet im Netz viel Anklang. Mehr als 2 Millionen Klicks in nur 10 Tagen, der Internetnutzer als Scharfrichter oder Tierfreund. Wir stehen jetzt nicht vor dem Zeitalter, wo im Internet jetzt eine neue Lynchjustiz kommt. Das hat man zwar gerade noch in einem Fall in Emden, aber umgekehrt kann man die Aktion natürlich auch interpretieren als eine Bewusstmachung. Und ich unterstelle mal, dass es den Künstlern vor allem darum geht, Leute, fragt euch, wozu ihr aus der Ferne im Internet fähig seid. Kunst im Internet, nahezu alles scheint möglich. In der Anonymität des Netzes tummelt sich viel Skurriles, Sinnentleertes, Provokantes. Wo sind die Grenzen von Kunst? Die mögliche Schafstötungsaktion, Strafanzeige, die Staatsanwaltschaft ermittelt, Tierschützer klagen an. Ich halte das auch nicht für Kunst. Ich bin für alles, was man in der Kunst machen kann. Provokation muss sein. Ich bin ja auch neugierig, was in der Kunst passiert. Aber eine Machtausübung über ein Tier, das ich nicht wehren kann, das man nicht dazu fragen kann, das finde ich nicht richtig. Die Künstler in der Kritik. Inzwischen sollen sie ihre Guillotine für einen Millionenbetrag an einen Kunstsammler verkauft haben. Das Projekt also nur eine PR-Aktion? In den nächsten Tagen wollen die beiden erklären, wie es mit ihrem Experiment weitergehen soll.